Eigentlich seid ihr um diese Uhrzeit gewohnt, von mir ein Chart-Update zu bekommen mit der Idee, was vielleicht an dem aktuellen Tag noch läuft. Ihr seht es, ich bin im Moment gerade unterwegs. Hinter mir die World of Trading hier in Frankfurt. Auch ich bin natürlich da. Für diejenigen, die das von unterwegs sehen, einfach kurz ansprechen. Aber für euch, die ihr da draußen jetzt vor eurem Bildschirm sitzt und sagt, Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt macht er ja keinen Chart, jetzt weiß ich ja gar nicht, was tun. Will ich euch trotzdem ein bisschen durch den Nachmittag hier reden. Ich habe mir die Charts gerade mal angeguckt. Ich kann sie euch nicht zeigen, aber eine wunderbare Übung für euch, jetzt mal selber ein bisschen drauf zu gucken. Wir sind im Moment in einer ziemlichen vertrackten Situation bei den Indizes. Der DAX, gucken wir uns den mal als erstes an, schaut es euch selber parallel an, kriegt im Moment nicht wirklich was gebacken. Das sieht alles relativ doof aus für den heutigen Nachmittag. Und wir dürfen nicht vergessen, der Index ist mehrheitlich ja schon durch, jetzt um diese Uhrzeit. Da passiert jetzt heute sicherlich nicht mehr so viel. Aber der amerikanische Markt ist doch vielleicht noch hoffnungsschwanger. Und wir hatten gestern Nachmittag, schaut euch dieses Muster mal an, besonders schön beim Nasdaq Future zum Beispiel zu sehen oder den entsprechenden CFDs da drauf. Schaut euch das mal an. Dort haben wir eine Bewegung gesehen, die sehr, sehr schön eine Dynamik nach oben entwickelt hat, anschließend korrektiv nach unten gekommen ist und danach nochmal nach oben gegangen ist. Das waren die jüngsten Hochs seit gestern Nachmittag. Und wenn ihr euch jetzt mal anguckt, was hat er seitdem gekommen? Der Kurs ist wieder runtergekommen. Ja, seht ihr das im Chart? Guckt selber nach. Er ist runtergekommen, aber er ist extrem wackelig. Das heißt, wir haben eine Aufwärtsbewegung, die dreiwellig ist. Er geht jetzt allerdings auch wackelig nach unten. Das bedeutet, dass der Markt sich nicht für die Abwärtsseite jetzt entschieden hat. Normalerweise sage ich ja, so eine Dreiwelligkeit ist eine Gegenbewegung, würde bedeuten, alle nochmal auf Short jetzt, vielleicht vor dem Wochenende. Ich muss sagen, ich bin da noch gar nicht so sicher, denn diese wackelige Abwärtsbewegung, die wir seit den gestrigen Hochs oder heute Nacht Hochs, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr das war, aber seit gestern Abend die Hochs, diese Abwärtsbewegung ist so korrektiv, dass ich sage, wenn auch mit ein bisschen Spucke und gute Laune, die Chance für die Amerikaner, doch nochmal die Woche ein bisschen mit steigenden Kursen am Freitag zu beglücken, wäre nicht so abwegig. Also meine Erwartungshaltung ist, dass der Markt in Amerika zumindest vielleicht nochmal ein bisschen versöhnlich ist. Für die Intraday-Händler also nicht so schlecht. Für diejenigen unter euch, die eine Nummer größer unterwegs sind und sagen, das große Bild interessiert mich mehr, aus meiner Sicht eine ganz klare, oh, lieber die Finger davon lassen, nicht jetzt irgendwie was machen. Aus meiner Sicht ist das aktuell keine Einstiegssituation, spannenderweise weder für Long noch für Shorts. Wie ich die Situation am Markt sehe, das zeige ich euch dann natürlich wieder super gerne am Montag. Trotz Feiertag werde ich euch ein Video geben, denn immerhin der amerikanische Markt, der ist ja voll da und insofern die Spannung nicht weniger groß. Für heute muss es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem ein bisschen nachvollziehen können, ein bisschen im Chart selber gesehen und meine Stimme hier verstanden. Ich habe ziemlich laut gebrüllt, aber die da hinten sind alle noch lauter. Na gut, also unter uns gesprochen, in der Hoffnung, dass ihr was mitnehmen konntet. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße, ein schönes Wochenende und dran denken, wer heute oder morgen auf der WOT ist, dieses Gesicht sieht, einfach mal ansprechen. Würde mich freuen. Liebe Grüße euch allen. Ciao, ciao.